Wie schnell der Konflikt zwischen der Russland und Ukraine auch auf NATO-Mitgliedsländer überschwappen kann, als die zwei polnischen Staatsbürger durch diesen Fehlschuss einer Rakete ums Leben gekommen sind. Das ist sicherlich einer der Auslöser davon, warum Deutschland jetzt mit Patriot die NATO-Ostflanke auch in Polen unterstützen wird. Wie Sie bereits wissen, haben wir in der Slowakei diesen Auftrag letztes Jahr bereits im März übernommen, so einen ähnlichen Schutz sicherzustellen. Und das wird jetzt quasi in Kürze dann auch in Polen der Fall sein.